Hallo Freunde, hallo Wahrheitssuchende. Diesmal möchte ich das Buch Transylvanian Sunrise von Radusina mal rezensieren. Wir werden zuerst die Rückseite des Buches lesen. Transsilvanische Intrigen. Im Jahr 2003 wurde im Mugici-Gebirge in Rumänien eine bemerkenswerte und unvorhergesehene archäologische Entdeckung gemacht. Versteckt in diesen Bergen nahe der Grenze zu Transsilvanien befindet sich eine antike Sphinx, die zwischen anderen malerischen Megalithen ruht. Durch den Einsatz modernster Satellitentechnologie entdeckte das Pentagon eine geheimnisvolle versiegelte Kammer nicht weit von der rumänischen Sphinx entfernt. Auf den höchsten Ebenen der Freimaurerei gelang es dem Pentagon, ein Bündnis mit den geheimsten Abteilungen des rumänischen Geheimdienstes zu schließen. Gemeinsam nutzten die Rumänen und die Amerikaner die geheime Technologie des Pentagon, um in diese Kammer einzudringen, die sonst für Menschen unzugänglich war. Transylvanian Sunrise ist die wahre Lebensgeschichte von Radu Sinamar, der die Gelegenheit hatte, diese Geheimstätte zu besuchen, wo er Zeuge einer holographischen Halle der Aufzeichnung wurde, die von einer fortgeschrittenen Zivilisation hinterlassen wurde, sowie von drei mysteriösen Tunneln, die tief in das Innere der Erde führen. Transylvanian Sunrise schildert die politischen Intrigen, die die Entdeckung dieser modernen Artefakte umgeben, und gibt eine präzise und kohärente Beschreibung dieser Artefakte, die die Aussicht auf eine neue Ära für die Menschheit darstellen. In diesem Buch wird ein kleines Kind namens César mit besonderen Fähigkeiten geboren. Er kann die andere Welt sehr deutlich sehen und spürt und sieht die Schwingungen der Gedankenströme überall. Er wird von einer geheimen Abteilung des rumänischen Geheimdienstes ausgebildet. Er lernt seine Fähigkeit zu kontrollieren und wird von der Abteilung 0 rekrutiert. Er ist nicht der Einzige in der Einrichtung, denn es gibt viele Kinder, die einzigartige Fähigkeiten haben. Ein Kind zum Beispiel kann 24 Stunden die Zukunft voraussagen und sagen, was passieren wird, aber nur 24 Stunden. Nachdem die USA mit Hilfe eines Satelliten eine Bodenradarinspektion des Bugici-Gebirges in Rumänien durchgeführt hatten, fanden sie einen großen Tunnel, die zu einem Stützpunkt in einem dieser Bugici-Berge in Rumänien führten. Hochrangige Freimaurer setzten alles daran, diesen Stützpunkt in ihre Hände zu bekommen und schlossen eine Vereinbarung mit der Abteilung 0 des rumänischen Geheimdienstes. Sie benutzten Fusionsbohrmaschinen, um zum Eingang des Tunnels zu bohren, der zum Stützpunkt führt. Die Tunnel waren riesig. Nachdem sie die Energiebarriere am Ende des Tunnels durchquert hatten, befanden sie sich in einer riesigen Basis, in der Stühle und Tische zu sehen waren. Aber ihre Dimensionen waren riesig, wie für Riesen gemacht. Die Technologie wurde lebendig, nachdem César eine telepathische Verbindung zu der Technologie in der Basis hergestellt hatte. Und die gesamte Geschichte der Erde und Rumäniens wurde in weniger als anderthalb Stunden gezeigt. César sagt, dass praktisch die gesamte Geschichte erfunden ist und dass die Massen draußen nicht die Wahrheit über wichtige historische Ereignisse erfahren. Die holographische Projektion zeigten dann die Geschichte wichtiger Persönlichkeiten, die den Lauf der Geschichte im Lauf der Jahrtausende beeinflusst haben. Die beiden Soldaten, die den Eingangstor zur holographischen Kammer bewachten, waren stets fassungslos über die Präsentation, obwohl es nicht das erste Mal war, dass sie es gesehen haben. Im ersten Teil des Buches geht es um den jungen César, der mit besonderen Fähigkeiten geboren wurde, dass er von der Abteilung 0 rekrutiert wurde und dass er Zugang zu der Basis in den Bugici-Bergen hatte. Er erzählt weiter, dass ihm hochrangige Freimaurer einen Posten in ihren Reihen angeboten haben und dass man keine Wahl hat, wenn sie einen Posten anbieten. Entweder du nimmst an und schließt dich ihre Pläne zur Welteroberung und Herrschaft an, oder sie machen dir das Leben sehr schwer, wenn du ihr Angebot nicht annimmst. Der Autor des Buches schreibt, wie mächtig die Freimaurerei weltweit geworden ist und wie groß ihr Einfluss auf die Welt ist. Aber wir alle wissen, dass es hochrangige Zionisten wie George Soros und die Rothschilds sind, die die Weltgeschehnisse wirklich lenken. Und dass hochrangige Freimaurer alle Zionisten sind oder von den Zionisten kontrolliert werden. Es gibt keine große Institution in der Welt, die nicht von den Zionisten kontrolliert wird. Aber zurück zu dem Buch. In seinen jüngeren Jahren fragt César seinen Eltern, woraus bestehen die Gedanken, woher kommen die Gedanken und kann man diese Gedankenströme lesen. Er fährt fort zu sagen, dass alle Menschen Gedankenformen erzeugen und diese Gedankenformen können von einem aufmerksamen Beobachter gelesen werden. Man muss nur seinen Geist stark genug trainieren, um diese Gedankenformen der anderen Menschen wahrnehmen zu können. Es ist das Wesentliche, das Lesen ihrer Gedanken, und wenn ihr Geist stark und breit genug ist, können sie sogar telepathisch mit anderen Menschen kommunizieren. Es ist wie eine Stimme in deinem Kopf. Wenn es richtig gemacht wird, kann man auch telepathisch kommunizieren, indem man Bilder oder Fotos benutzt. Der interessanteste Teil des Buches sind die letzten vier Kapitel. Dort wird die gesamte Basis im Innern der Bugici-Berge beschrieben. Es gibt drei Tunnel, die mit dieser Basis verbunden sein sollen. Diese Tunnel sind über 1000 von Kilometer lang. Einer soll nach Ägypten führen, in der Nähe der Sphinx. Ein Tunnel soll ins Innere der Erde gehen. Und ein Tunnel soll nach Tibet führen. Wir werden uns kurz ein Schema des Projektionsraumes ansehen, in dem die gesamte Erdgeschichte in 3D zu sehen ist. Vom Buch Transsilvanischer Sonnenaufgang. Hier kann man sehen, der Innenplan des Projektionsraums. An der Außenseite kann man die Felswand des Berges sehen. In der Mitte oben sehen wir die Tunnel.
Tunnel 1 führt zum Inneren der Erde, Tunnel 2 führt nach Tibet und Tunnel 3 führt nach Ägypten. Weiter kann man einige Geräte, deren Funktionen nicht identifiziert werden konnten, sehen. Weiter können wir noch die holographische Projektionskuppel, die Bilder aus der Geschichte der Menschheit zeigt, und eine Amphora, die Staub aus monatomarem Gold enthält, sehen. Und weiter sehen wir einen filmartigen Halbzylinder, der Geräte zur Verstärkung der Gedankenenergie enthält. Weiter können wir eine Stützplattform sehen. Und links und rechts sehen wir T-förmige Tische mit holographischen Projektoren. Und ganz unten können wir den Eingang zum Projektionsraum sehen. Ich fand das Buch am interessantesten am Anfang der Geschichte, wo César vorgestellt wird, und natürlich in den letzten 3 bis 4 Kapiteln, wo die Basis in den Bugatti-Bergen beschrieben wird. Wenn ihr das Buch lesen möchtet, könnt ihr es bei Amazon bestellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren und die Klingel zu drücken. Und wenn ihr eine kleine Spende machen könnt, die Bankdetails befinden sich in der Beschreibung. Viele Grüße aus Sachsen, Deutschland und tschüss!